In diesem Video zeige ich dir die 5 häufigsten Fehler, die immer wieder gemacht werden in Bezug auf Trainieren der Leinenführigkeit. Geht gleich los. Ja, hallo, willkommen im Club. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Genau, wenn ich schon gesagt habe, die 5 häufigsten Fehler, dann ist, glaube ich, so ziemlich jeder mit im Club dabei. Wird gleich folgendermaßen ablaufen. Ich schnapp mir die Hanna, baue da eine Leine dran und mache das explizit vor, was da dann alles so nicht ganz so optimal läuft. Und das sind dann eben auch die Gründe, weswegen man Leinenführigkeit trainieren kann, bis wann auch immer und es sich nichts ändert. Ne? So, also, bis gleich. Grund Nummer 1. Kein vernünftiges Material beim Trainieren der Leinenführigkeit. Bedeutet, wenn du einen wirklich krassen Hund hast, der also richtig stark zieht, bist du mit einem Geschirr nicht gut bedient. Da kannst du das so, wie ich das jetzt eben auch als erfolgreich kenne, seit Ewigkeiten nicht bewirken, was mit einem Halsband ginge. Wenn Halsband, dann sowas Breites, etwas, wo der Hund sich nicht rauswinden kann, etwas, wo er sich natürlich nicht mitwirkt, weil das ist absolut nicht zielführend. Und die Leine, nicht zu vergessen. Mein Favorit mittlerweile ist wirklich wieder geworden Fettleder ohne irgendwas dran. Wenn ich noch viel üben muss, dann stört jeder Ring, den ich jetzt irgendwie habe, weil ich auch ständig dann hier auch mit der Länge der Leine variieren muss, wenn ich da am Ring ständig hängen bleibe oder der Hund wirklich noch so krass ist, dass er mir dabei den Finger bricht, weil er anzieht und ich habe gerade meinen Finger da drin im Ring, stört alles, deswegen irgendwie was Glattes. Fettleder ist super, entsprechende Breite, je nach Hund. Oder, was auch gut ist, diese Leinen, die noch gummiarmiert sind, einfach nur ein breites Band sozusagen, aber nichts dran zum Verstellen oder sonst was. Lieber dann wirklich am Ende eine eingearbeitete Handschlaufe, das war's, wenn man sich dabei besser fühlt. Das ist alles, was man braucht. Nichts Spezielles. Nicht zu lang, aber vor allen Dingen auch nicht zu kurz. Das ist das. Erster Grund war das schon mal abgefrühstückt. Zweiter Grund. Etwas, was immer wieder zu lesen ist, was immer weitergetragen wird und was wirklich gar nichts bringt, wenn ich meine, dem Hund das Ziehen abzugewöhnen, indem ich es so mache, man entschuldige bitte, dass Hanna jetzt da tatsächlich nicht zieht, das sehe ich auch, das weiß ich auch, das habe ich mir auch hart erarbeitet, aber dass man angeblich stehen bleiben soll, wenn der Hund zieht, und dann soll er also nicht weitergehen, wenn der Hund zieht, in dem Glauben, dass der Hund dann irgendwann mal die Einsicht hat, dass er nicht nach vorne gehen darf. Das machst du, bis dem Hund der Sprit ausgeht. Aber es wird ihn nicht dazu bringen, sein Verhalten zu ändern. Weil was dabei versprochen wird, ist dann, aha, der Hund möchte jetzt meinetwegen nach da. Dann bleibt man so lange stehen, bis der Hund dann zu mir umdreht. Das haben ganz viele Hunde sehr schnell verstanden. Die machen das dann auch, aber genervt. So nach dem Motto, hey Frauchen, Herrchen, jetzt wollen wir mal langsam weitergehen. Ne? Die springen dann wirklich regelrecht zurück zum Besitzer. Aber sobald man den nächsten Schritt macht, ist er gleich wieder vorne. Weil er meint, dass es damit gemeint ist. Also ist eine Methode, das ist gar keine Methode. Das bringt dich nicht vorwärts und den Hund vor allen Dingen macht es dann auch nicht schlauer. Vergiss das. Grund oder Methode Nummer 3. Du sollst, wenn der Hund nach vorne will, den blockieren und das soll dann eben die Lösung bringen. Mache ich auch mal kurz vor. Ich muss dafür gucken, dass ich im Kameraausschnitt bleibe. Also Hund geht so mit mir mit. Hund will nach vorne. Dann mache ich das da und dann gehe ich weiter. Dann will er wieder nach vorne, Hanna halt nicht, aber die hat das aus anderen Gründen gelernt, da kommen wir später noch zu. Führt bei den Hunden, die immer noch springen, die immer noch ziehen wollen, zu keinerlei Effekt, sondern der gewöhnt sich dran, das ist so wie so ein Tanzschritt, ne? Also man geht, dann 2 Schritte gegen den Hund, dann geht man wieder weiter. Der Hund geht vielleicht dann noch artig nach hinten, im besten Fall, aber sobald man wieder die Richtung geht, zieht er nach vorne. Auch nicht zielführend, kannst du vergessen. Vierter Grund, vielleicht sogar der wichtigste von allen. Es wird immer erst was gemacht, wenn der Hund schon irgendwas falsch macht. Also wenn der Hund jetzt entsprechend nach vorne geht oder wenn der Hund schon im Begriff ist, mich zu überholen. Solche Situationen meine ich. Also es führt immer dazu, dass der Mensch, wenn er jetzt so vorgeht,
dass er dann wartet, bis der Hund einen Fehler macht. Also sprich, bis er eigentlich gar nicht mehr schön geht, sondern schon irgendetwas macht, was ich eigentlich weghaben möchte. Und das ist wirklich mit der stärkste Grund, warum das mit der Leinführigkeit einfach nicht besser wird, weil der Hund weiß, dass das getan wird, aber es sagt ihm in keinster Form, dass das jetzt unerwünscht ist, was er macht, weil er tut es und es wird darauf reagiert. Dann halt mit den Tanzschritten oder sonst was, wenn es ganz übel läuft, dann geht das dann so, man merkt, der Hund will nach vorne und dann springen die Leute schon fast nach vorne und drängeln den Hund in irgendeiner Form zurück. Es ist alles so weit weg von dem normalen Gehen, dass es wirklich eigentlich, finde ich zumindest, recht offensichtlich ist, warum das auch nichts bringt. Der fünfte Grund ist, dass man, wenn man jetzt merkt, mein Hund ist stark nach vorne orientiert, möchte ziehen und so weiter und so weiter, dass man jetzt im Kopf hat, ja, dann brauche ich die Leine kürzer. Alles das führt wieder dazu, dass der Hund, der jetzt eigentlich noch nicht mal, also ansatzweise gelernt hat, dass er mich ungefähr begleiten soll, also zumindest in meinem Dunstkreis mal bleiben soll, dass der halt beim ersten Schritt, den er macht, gerade bei großen Hunden ist es natürlich noch entscheidender als bei kleinen Hunden, dass der dann, wenn er jetzt einen Schritt nach vorne macht und ich hatte die Leine kurz gehalten, dann eigentlich sofort drin hängt. Also der macht einen Schritt und schon ist das Ding gespannt. Und der Besitzer versucht dann eigentlich immer nichts anderes zu machen, wie zu angeln, ohne es bewusst zu tun, sondern das passiert. Also man hält den Hund zurück. Man redet dann vielleicht auch noch beruhigend auf ihn ein und so weiter und so weiter. Das ist alles nichts, was den Hund dazu bringt, sondern bei dem ist dann dieser Frustfaktor so enorm groß, dass er dann da sogar noch mit mehr Anlauf versucht, diese lästige Leine, dieses Gefühl des ich bin hier zurückgehalten, dass er das loswerden möchte, und das macht er mit Gegendruck. Zug bewirkt Gegenzug, Druck bewirkt Gegendruck. Das ist ein ganz alter Lehrspruch, kommt eben von den Schutzhunden, und die haben damit nicht Unrecht. Das ist immer das Gleiche. Wenn ein Hund merkt, er wird zurückgehalten, lehnt er sich rein. Der geht freiwillig dann nicht zurück. Da ist es dann tatsächlich erforderlich, dass der feinere Signale eben schon kennengelernt hat, aber das passiert meistens nicht. Und wo ich gerade am Reden bin, fällt mir sogar noch der sechste Grund ein. Also kriegst mehr in diesem Video, als wie ich am Anfang versprochen habe. Der sechste Grund ist, dass man diese eigentlich ja wirklich sehr wichtige Leinenführigkeit immer nur versucht zu trainieren, schon fast zwangsläufig, während man schon auf dem Spaziergang ist. Also da, wo man die ganzen Ablenkungen trifft, die man nicht unter Kontrolle hat, wo man eben keinen Einfluss drauf nehmen kann, weil die anderen Leute mit ihren Hunden halt so gehen, wie sie halt so gehen. Und deswegen kommt man da nicht weiter, weil man viel zu sehr die Birne voll hat und eigentlich eventuell dann, je nach Hund, vielleicht sogar auch Angst hat vor solchen Situationen, weil man vielleicht schon mal im Dreck gelandet ist, weil der Hund so stark gezogen hat und so weiter. Also es verlässt einen dann eben sogar auch noch der Mut und eben, sagen wir mal, dieser feste Wille, da möchte ich jetzt was dann ändern, das geht hier nicht mehr so weiter, Hund, das wollen wir jetzt anders haben. Das kann auf einem normalen Spaziergang nicht sich ändern, es geht nicht. Also das geht nicht. Deswegen gar nicht erst versuchen, sondern zum Üben brauchst du, wenn der Hund wirklich noch, also eigentlich ja von null anfangen muss, weil er es einfach bis jetzt noch nicht richtig gelernt hat, da brauchst du eine reizarme Gegend. Am besten sogar eine reizlose Gegend. Also sprich eigener Garten oder, wenn es ganz krass ist, das eigene Wohnzimmer. Das wird immer unterschätzt, diese Art mit dem Hund zu trainieren. Als Hausaufgabe das zu sehen, Hausaufgabe, darf man gerne wörtlich nehmen, weil es wirklich da sich was ändert, nicht wenn du immer wieder ins kalte Wasser gestoßen wirst. So, jetzt mache ich das nochmal vor, wie ich das Ganze handle. Das wäre dann das, wie es passen würde und wie es jetzt schon, ich weiß nicht, wie viele Leute das ausprobiert haben, also sicherlich mehr als einer, erfolgreich eben, nämlich: Ich weiß, was ich vom Hund sehen möchte, dass er nicht ziehen will, soll. Ne? Also das ist mir jetzt schon mal klar. Dann fange ich immer, auch egal mit welchem Hund, immer erstmal an mit der langgegebenen Leine, nach dem Motto, probier es aus, was dann passiert. Erstmal aus dem Grund,
weil ich dann einfach selber mehr Zeit habe zu sehen, dass er gleich jetzt die Leine stramm machen wird und dass ich das aus dem flüssigen Gehen raus entwickeln kann, dass der Hund merkt, okay, wenn ich nach da losspurte, schaffe ich nicht dahin zu gehen, sondern weil Besitzer nicht stehen bleibt, sondern wirklich krass umdreht und wird dann spätestens, auch mit dem krassesten, ziehendsten Hund der Welt, nach dem 5., 6. Mal eben anfangen, das zu merken und mir dann schon mal zumindest mit der langen Leine hinterher zu rennen. Und dann nicht, weil dann immer wieder gesagt wird, ja, du machst das immer mit Hannah vor, die kann das ja alles, du sollst mal einen Hund nehmen, der wirklich zieht. Hey Leute, das habe ich jetzt schon so oft versucht und jedes Mal kam raus, dass dieser Hund hier nicht gezogen hat. Ich habe mir schon manchmal Granaten rausgesucht, keine Bange, aber war nicht so, weil die das sofort verstanden haben. Das ist ja gerade der Mist bei mir immer. So, Hannah möchte, weiß nicht, die ist jetzt schon relativ neutral, gebe ich zu, auch immer schön dran zu erkennen, dass sie sich dann immer auch gleich setzt, weil sie sagt, okay, jetzt hält sie wieder ihren Monolog. Gut, wollen wir mal ändern. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber das soll auch wirklich auch so sein. So, Hannah, komm, ich gehe in die Richtung los. Jetzt muss ich wahrscheinlich bei Hannah Richtung Uwe gehen, dass sie da jetzt mal irgendwo hin will, außer zu mir. Genau, lockt sie so ein klein bisschen, nee, bringt nichts. Und dann drehe ich mich um. Und zwar nicht, wenn sie schon stramm in der Leine hängt, sondern weil ich umdrehen will. Also ich warte nicht auf einen Fehler, den der Hund jetzt gleich machen wird. Auch wenn jetzt wieder welche sagen würden, ja, aber der springt in die Leine. Ja, ich sage, lass ihn das machen. Aber diesmal so, bevor die Leine stramm wird, also das muss ich jetzt ein bisschen hier simulieren, bevor die Leine stramm wird, drehe ich schon um. Und ich gucke überhaupt gar nicht, ob der Hund mir hinterherkommen will oder sonst irgendwie was. Und da kann auch wirklich mal was Krasses passieren, dass der Hund tatsächlich so eigentlich letztendlich schon dann irgendwie fast schon von den Füßen geholt wird. Aber nicht, weil ich gezogen habe, sondern weil er gezogen hat. Und allein das ist schon ein Riesenunterschied. Wenn ich das da mache, sie schnuffelt jetzt gerade und ich versuche sie davon wegzuziehen, auch Hannah, die drückt sich da rein, weil sie da nicht weg will. Ne? Also diese Haltung ist ein Grundübel, was weg muss. Wenn ich das ändern will, sage ich ihr meinetwegen fairerweise noch, komm mit. Und ich gehe los und sie kommt mir hinterher. Und das würde auch mit einem Hund klappen, der das jetzt so vielleicht noch gar nicht gelernt hat. Weil er das noch nie gezeigt bekommen hat. Ach so, man kann auch einfach mitgehen. Was du immer vermeiden musst, immer. Und wo du immer sofort sagen musst, oh, jetzt mache ich gerade was falsch. Wenn du länger als 2 Sekunden den Arsch deines Hundes anguckst. Das ist ein großes Ding. Das kannst du dir jetzt hier gleich durch das Video merken, weil dann nichts anderes passiert, als dass du guckst, was der Hund gerade macht. Aber du willst ihm noch eigentlich beibringen, dass er auf das guckt, was du machst. Deswegen musst du auch was tun. So simpel ist das. Nichts, keine Zauberei, überhaupt gar nichts dabei. Keine besonderen jetzt Kenntnisse der Hundepsychologie oder sonst irgendwie was, sondern einfach das tun, was du möchtest. Du willst nicht mehr, dass der Hund da schnuffelt, dann gehst du einfach los. Komm. Wie selbstverständlich, weil es eben auch selbstverständlich sein soll. Dann vielleicht noch eine technische Sache, wenn das so sein sollte, dass der Hund jetzt meinetwegen gerade mal wirklich Ende der Leine erreicht hat oder auf dem Weg dahin ist und ich brauche die wirklich irgendwie mal kürzer, dass man dann nicht diesen da macht, weil das machst du nur, wenn du gerade einen dicken Fisch aus dem Wasser rauszerren möchtest, sondern beide Hände benutzen. Ich gehe davon aus, dass alle, die zugucken, 2 Hände haben, ne? Muss man ja schon fast dazu sagen. Also kurz, ganz schnell die Leine kurz, geht nicht so, sondern so. Habe ich es kurz, ne? Was dann immer auch bei passiert, was sehr wünschenswert ist, was auch ganz viele Leute eben nicht machen, sich dabei bewegen. Ich will was, muss ich mich dazu bewegen. Wie beim Tennis, der Ball kommt nicht freiwillig zu mir, ich muss mich zum Ball bewegen. Deswegen ist das halt so ein scheiß anstrengender Sport, aber super genial. Ne? So, zack, bumm, habe ich die Leine kurz. Wenn ich das da mache, nix, ne? Geht nicht. Dann, wenn ich den Hund führen möchte an der kurz gegriffenen Leine, da meinen auch immer noch viele, dass das bedeutet, den Hund irgendwie so zu haben.
Nein, ist es nicht, überhaupt nicht, in keinster Weise, sondern wie als hätte ich einen Eimer am Henkel, so habe ich die Leine. Sie ist jetzt kurz, aber sie ist nicht stramm, da ist keinerlei Spannung drauf. Nur, ich mache es dadurch, dass ich die Leine so kurz greife, dem Hund sehr wahrscheinlich, dass er an dieser Seite bleibt. Wenn ich sie so kurz gegriffen habe, kann sie nicht, sie schafft das nicht, rüber zu gehen auf die andere Seite oder vor mir rumzuwechseln oder solche Sachen, geht nicht. Das ist die vernünftige Länge, die ich dann auch mit dem Hund üben muss. Und das wird eigentlich so gut wie nie freiwillig geübt, weil das ist langweilig, ne? Aber jeder, den ich kenne, der mir vorjault, dass die Leinenführigkeit einfach schlecht ist und die Spaziergänge bringen keinen Spaß mehr und so weiter, die üben genau das, was sie eigentlich von dem Hund wollen, nämlich dass er entspannt und letztendlich dann auch ohne Aufregung, anders formuliert, langweilig mit mir geht. Das übt niemand, weil das langweilig ist. Das weiß ich auch. Aber genau das musst du machen. Und zwar gerade, wenn nichts los ist. Ne? Da ist nämlich deine Chance. Mach dir zur Not Musik auf die Ohren oder sonst irgendwas, dass du das nicht mitkriegst. Oder sogar, dass du sagen kannst, alles klar, so ein normales Lied, was ich dann jetzt vielleicht höre, muss ja nicht gleich eine Operette sein, dauert so um die 4 Minuten. Wenn das mit deinem Hund machbar ist, dass du ihm sagst, so Freund, und auch bitte gerne sagen zum Hund, das hilft. Die eigene Entschlossenheit, komm damit dann einfach besser rüber. So, du bleibst jetzt bei mir. Komm. Und gehst dann los. Schaust sie nicht an. Gehst los. Gehst. Machst überhaupt nichts Krasses, sondern trägst dein Eimerchen durch die Gegend. Machst Wendung, Winkel, keine Ahnung, alles in einem Dumm-di-Dumm-Tempo. Wird der Hund, auch wenn es jetzt tatsächlich, ich weiß mit Hanna, hör auf zu fragen, auch mit einem Hund, der ansonsten wirklich voller Sprengstoff ist und an der Leine wie wahnsinnig ist, wird das machbar sein. Ne? Ein letzter Kommentar war bei YouTube so in die Richtung, habe ich drunter geschrieben, alles geht, bloß Frösche hüpfen. Ne? Du musst es nur lange genug versuchen. Und wenn du sagst, mein Hund ist so verrückt, dann machst du das bitte, wenn der Hund sich schon ein bisschen ausgerannt hat oder in meinetwegen in der Wohnung. Ne? Es gibt immer eine Möglichkeit, so eine Situation herbeizuführen und genau die ist wichtig. Und wenn du jetzt vielleicht noch nachfragen möchtest, ja, aber zu Hause oder in der Wohnung ist er ja entspannt. Ich sage, ja, genau das ist die Situation, wo du ihm so eine Situation dann eben auch mal zeigen kannst. Ne? Dann wird das was. Ne? Also vergiss die ganzen anderen komischen Sachen, dass man angeblich stehen bleiben soll oder nur mal so. Das wird den Hund nicht dazu bringen, dass er das mit dem Ziehen an der Leine lässt. Warte nicht auf seine Fehler, sondern sei selber der Aktive. Wenn du immer nur reagierst, wird der Hund sich alle möglichen Sachen einfallen lassen oder auf das Bewährte zurückgreifen und weiterziehen, ne? Bis die Arthrose ihn davon abhält. Aber so lange wollen wir ja nicht warten. Ne? Das machen, was du möchtest und dann den Hund folgen lassen. Dann kommt nachher sowas raus wie der sogenannte folgsame Hund. Ne? Den sich eigentlich ja jeder wünscht. Ne? Und dafür brauchst du nichts Besonderes. Die Ausrüstung muss ein bisschen passen, aber ansonsten ist das kein Zauberwerk. Und such dir bitte gerne eine reizarme Gegend, wenn du sagst, mein Hund muss da echt noch ganz viel lernen, weil du sollst selber locker in der Birne sein und du sollst dich auch selber trauen, Sachen so lange auszuprobieren, bis du ein anderes Ergebnis bei deinem Hund siehst. Guck dabei nicht auf die Uhr, sondern mach und tu und probiere selber aus, weil nicht nur die Hunde lernen dadurch, dass sie auch mal einen Fehler machen, eigentlich letztendlich am besten, sondern wir auch. Dass man selber erkennt und wirklich ganz genau auch merkt, ja, guck mal, das kann ich machen, solange ich will, da ändert sich nichts, probiere ich mal was anderes. Ausprobieren, neugierig sein, das Ganze verstehen, warum das nicht klappen konnte, alles, was du vorher versucht hast. Und dann einfach jetzt nur noch von mir viel Erfolg beim Ausprobieren, weil das bringt Spaß und das bringt dich auch weiter. Ne? Finde deinen eigenen Weg, das ist das. Wenn ich dich dabei unterstützen kann, habe ich das jetzt hiermit herzlich gerne getan. Ne? Also, ran an die Leine und los. Alles Gute, eure Steffi. Solltest du eventuell mit deiner Leinenführigkeit bzw. mit der Leinenführigkeit deines Hundes noch nicht gar so zufrieden sein, also zieht er dich von A nach B, obwohl du eigentlich nach C wolltest,
kommst du nicht geschmeidig an anderen Ablenkungen, an Ablenkungen vorbei. So ein paar Bilder im Kopf hast du jetzt vielleicht. Wenn, dann schau doch mal in der Videobeschreibung, da findest du einen Link. Da habe ich ein Video für dich vorbereitet, wo alles weitere beschrieben wird. Ich habe etwas gefunden, was wirklich hilft. Wenn man das anwendet, dann kommt man zu einem deutlich besseren Ergebnis und alles wird gut. Probier. Draufklicken jetzt!